Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir einen quasi Valentinstagslook schminken, so wie ich das jedes Jahr mache. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde dafür Herzensprodukte verwenden, also Produkte, die ich einfach schon länger kenne und einfach geil finde. Produkte, die relativ neu sind, Produkte, die irgendwas mit Herz zu tun haben oder mit Romantik oder sonst irgendwas. Und ich habe alles unten in der Infobox verlinkt, falls du Bock drauf hättest, das irgendwie nachzushoppen oder sonst irgendwie. Teilweise sind das Affiliate-Links oder Affiliate-Codes, dadurch könntest du mich auch zum Beispiel supporten, weil ich dadurch eine kleine Provision bekomme. Ich werde auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie mein Freund und ich so Valentinstag feiern, wie wir uns vor 16 Jahren gefunden haben. Und ja, ich starte die ganze Chose erstmal mit Herzensprodukten. Und zwar in der Base an sich verwende ich die Produkte von Beautymates. Ihr wisst, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr lange eine Kooperation mit Beautymates, weil mir die Produkte einfach super gut gefallen. Und das, was ich mir jetzt ausgesucht habe, was für Valentinstag passen könnte, ist das Beautiful Eyes Set, nämlich Bring deine Augen zum Strahlen, Baby. Und da habe ich den Augenlifting Booster mit Phytokomplex und Vitamin B3. Und Vitamin B3 ist ja bekannt als Niacinamid quasi. Und damit kann man ja die Augenpartie so ein bisschen aufhellen und liften. Und wenn ich mir den Augenlifting Booster aufgebe, das ist ja in einer Pipette, ne, nehme ich wirklich nur ein einziges Tröpfchen. Und das reicht mir ja 100 Jahre gefühlt. Wapp das so ein bisschen zwischen meinen Mittelfingern immer. Und dann tapere ich mir das schön unter den Augen ein, aber was auch sehr wichtig ist, auf den Augen drauf, denn ich habe ja auch so leichte Schlupflider und leichte Fältchen, weil ich bin einfach 32 Jahre alt, ist klar, ne? Und dadurch wird das Ganze so ein bisschen geliftet und man hat so einen erfrischten Effekt mit dabei und das finde ich einfach schön, ne? Gleichzeitig werden Augenschatten halt hier weggemacht und ich finde, das hilft einfach schon mal direkt so einen kleinen Wacheffekt zu bekommen. Das ist direkt eingezogen. Also du hast hier kein Nachöl, Nachfetten oder sowas. Und den gibt es auch im Set tatsächlich. Dadurch ist das Ganze schon mal ein bisschen günstiger. Und wenn ihr dann noch den Code Claudi30 anwendet, kriegt ihr nochmal 30% Rabatt. Gibt es im Set mit der Hyaluron Cream Lift. Das ist die Lifting-Variante davon, also die reichhaltigere Variante der Grundcreme. Und ja, Beautymates ist ja ohne Parfümstoffe, PEGs, Tierversuche, die sind vegan und hast du nicht gesehen. Und das kann man halt auch super verwenden, um es sich einfach als Gesichtscreme, als Primer aufzutragen. Und wir haben hier so eine schöne Geschichte mit Ceramiden und Ziza sind da drin. Mangobutter, Moringa und halt super viele tolle pflegende Geschichten. Und diese Lift-Variante, also die reichhaltigere mit dem lila Deckel, verwende ich jetzt gerne einfach im Winter, weil sie mir einfach nochmal Pflege gibt und meine Haut nährt und ich mag die einfach gerne. Und die kannst du halt auch verwenden, um sie jetzt über den augenlüftigen Booster drüber zu geben. Also quasi das beide in Kombi halt als Augencreme-Ersatz. Und das tut einfach gut, ne? Und so sieht das Ganze dann schön gepflegt aus. Ich mag das, wie gesagt, sehr gerne leiden. Gönnt euch den Code hart. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch die Produkte auch nochmal verlinkt. Und ich mag die, habe ich das gesagt, ne? Weil wir sind ja hier beim Valentinstag und da geht es ja auch um Liebe, um Gefühle. Und ich habe sehr positive Gefühle zu Beautymates. Nicht nur, weil es mein Kooperationspartner ist, sondern weil meine Haut, die sensibel ist, sehr sensibel, die Produkte einfach sehr gut verträgt und dementsprechend mag ich die. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Gesicht, denn ich habe hier noch etwas, was mir noch mehr Glow schenkt, denn ich möchte strahlen am Valentinstag. Da habe ich von Charlotte Tilbury den Hollywood Flawless Filter hier. Den habe ich in einem Trash-Paket auch mal bekommen, habe hier die Farbe 3 Light to Medium. Ich trage mir den aber wirklich sehr dezent auf, halt unter der Foundation. Man kann es auch in die Foundation reinmischen und deswegen, ja, ist das nicht schlimm, wenn das ein bisschen zu dunkel sein könnte. Ich mache da einfach mal so ein paar Punkte auf mein Gesicht. Und was wäre besser, um Foundation und Co. einzuarbeiten, als der It Cosmetics Pinsel in Herzenform. Müsste jetzt ja auch bald wieder rauskommen in der 2022 Variante. Ich mag diese Pinsel einfach, die sind toll. Und ihr seht, man bekommt dadurch auch eine ganz leichte Färbung ins Gesicht. Wenn man eine perfekte Haut hat, dann kann man safe auch dieses Produkt verwenden, ohne eine Foundation drüber zu geben. Ich bin da aber immer ein Fan von, eine Foundation noch mit drauf zu machen.
So habe ich jetzt nämlich aus meiner normalen Tagescreme einen Glowy Primer gezaubert. Und das finde ich immer ziemlich fancy und fühle mich damit auch immer sehr wohl. Und ich mag einfach Glow. Ich mag das lieber, wenn ich halt nicht so tot mattiert bin. Ich meine, gut, jetzt die Foundation, die ich verwende, ist eigentlich eher eine mattierende Foundation. Aber auf meinem Gesicht wirkt sie echt toll. Da habe ich von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation. Habe ich jetzt hier in der Farbe 002 Porcelain Beige. Könnte mir vielleicht müh zu hell sein. Aber wir schauen mal. Denn ich hatte sonst immer die 010 Light Beige. Aber ich glaube, Porcelain Beige ist jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ich gebe mir das einfach mal so auf meinen Handrücken drauf. Oh, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen viel gewesen. Und nehme das mit dem Pinsel und verteile es im Gesicht. Doch, die Farbe passt ganz gut, würde ich mal so sagen. Ne? Gefällt mir auf jeden Fall. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Also, mein Freund und ich sind seit dem 17.11.2005 ein Paar. Und unseren ersten Kuss hatten wir am 5.11.2005. Und ja, wir haben uns schon kennengelernt vorher, weil wir waren halt beide in der Oberstufe von der Schule und waren dementsprechend in den Pausen auch einfach in den gleichen Gruppen zusammen. Da haben wir uns in der Raucherecke halt auch kennengelernt, ne? Und ja, wir fanden uns halt irgendwie interessant, ne? Also ja, und dann kam es irgendwann dazu, dass er im Abiturjahrgang ja auch war und dann, ja, hat der Abiturjahrgang, das ist mir ein bisschen peinlich, Leute, bei uns in der Schule auch immer Abi-Partys gemacht, das heißt, die haben Diskotheken gemietet oder sonst irgendwie, ne, organisiert halt, dass dann eine Party, eine Zeltparty oder sonst irgendwas stattfinden konnte und ja, dazu ist dann halt die Schule eingeladen worden oder wer auch immer halt hinkommen wollte. Und ja, ich war damals auch eine ziemliche Partymaus und war selbstverständlich auch auf diesen Partys mit dabei. Und als mein Freund dann auch in dem Abiturjahrgang war, bin ich natürlich auch auf seinen Partys gewesen. Und da ist man sich das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen und war dann auch ein bisschen relaxter, weil es dann ja auch in der Freizeit war und nicht in der Schulpause oder so. Und ja, ich fand ihn einfach interessant. Ich habe den, natürlich, wir sind ja auch schon länger zusammen auf einer Schule gewesen, ne? Das heißt, man ist sich da schon immer mal wieder irgendwie über den Weg gelaufen, hat sich aber nie so wirklich füreinander interessiert, weil ich habe halt auch immer gedacht, dass ich nicht unbedingt in seiner Liga spiele. Was eigentlich total bekloppt ist, weil, ne, was ist das schon? Aber damals hat man sich über sowas echt Gedanken gemacht. Ebenfalls von Catrice verwende ich jetzt in der Farbe Cool Beige den Instant Awake Concealer. Das ist dieses Teil. Ich weiß gar nicht, ob es das noch zu kaufen gibt. Wie gesagt, alle Produkte, die ich finden konnte, verlinke ich euch unten in der Infobox. Da sind wir nämlich auch mal wieder bei den strahlenden Augen, ne? Ich muss auch gestehen, dass mein Freund zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn dann ja richtig kennengelernt habe, überhaupt nicht mein Typ war. Weil, ja, damals war ich 16, ne? Da war ich auch noch ein bisschen anders unterwegs. Ich war halt so ein kleiner Punk, bin ich ja eigentlich bis heute, aber halt nicht in dieser Schwarzrichtung, sondern in dieser ganz kunterbunten Richtung. Das ist so meine Art, mein, ja, Motto, was ich damals in der Jugend hatte, einfach vorzuführen. Egal, da sind wir ja gar nicht. Und ja, genau, also ich war so ein kleiner Punk und oder möchte gern Punk viel mehr. Und er war halt auch so ein kleiner Hip-Hopper. Und deswegen hat er überhaupt nicht zu der Gruppe Mensch, Mann, wie auch immer, gehört, die mich in irgendeiner Art und Weise interessiert hätte oder wo ich überhaupt Kontakt zugesucht hätte. Und das hat halt, ja, die Pausengeschichte so ein bisschen geändert, weil da waren wir zusammen, da standen wir zusammen. Und da habe ich dann natürlich auch für mich gemerkt, so, der ist schon interessant, der hat was auf dem Kasten, der hat was zwischen seinen Ohren sitzen, also der ist echt, also, ja, ein witziger, intelligenter Typ, der mich irgendwie anspricht und irgendwas, ne, keine Ahnung, hat der, was ich ganz, ganz besonders finde. Ich werde jetzt noch ein bisschen meine Lippen pflegen, da nehme ich natürlich etwas mit Rose, ne, bei Terry Baume de Rose, das ist eigentlich nur so ein Lippenpflegekram, was viel zu teuer ist, aber es ist mit Rose, es passt jetzt einfach zum Valentinstag. Und setten werde ich die ganze Geschichte mit dem Wunder 2 Perfect Selfie, weil man möchte vielleicht das ein oder andere Selfie schießen, keine Ahnung, manchmal habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht, warum ich das jetzt so verwende. Hier habe ich natürlich Pinsel von Luna Beauty bzw. von Purish zugeschickt bekommen, weil Purish und ich, wir sind einfach sehr tolle Partner. Ja, auch da habe ich einen Code, claudiswelt15, ne? Könnt ihr 15% sparen. Und da ist halt dieses coole Pinselset, was sehr, sehr teuer ist. Aber da bin ich einfach auch sehr, sehr dankbar, dass ich es testen darf und verwenden darf. Ich habe eine Eyeshadow Base vergessen. Das passiert im Eifer des Gefechts, ne? Wenn man so in Erinnerung unterwegs ist.
Und da passt natürlich jetzt die von Love perfekt, ne? Das ist eine sehr gute Geschichte, auch da Purish, wisst ihr Bescheid, ne? Genau. Was ich natürlich nicht so wirklich bemerkt hatte, weil ich ein sehr niedriges Selbstwertgefühl zu dem Zeitpunkt auch hatte, ist, dass mein Freund zu dem Zeitpunkt mich mindestens genauso interessant fand und auch schon darauf spekuliert hatte, mich dann bei der nächsten Abi-Party mal etwas besser kennenlernen zu können. Ich wollte es mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich eingestehen, dass ich ihn auch genauso interessant finde, weil zu dem Zeitpunkt war alles noch ein bisschen anders in meiner Gefühlswelt und dementsprechend habe ich eigentlich nicht so wirklich darauf spekuliert, irgendwie einen festen Freund in dem Moment oder sowas zu haben. Und ja, bin dann mit einer Freundin einfach zu dieser Abi-Party gegangen und selbstverständlich war er auch da. Jetzt verwende ich von Too Faced Sweetie Pie. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie passt das auch, finde ich, zu einem Valentinstags-Look vom Sweetie, ne, so kosenamenmäßig. Und ja, das ist wie so ein Pie gemacht. Keine Ahnung, Kuchen zum Valentinstag oder so. Irgendeine Kombination muss es da bestimmt geben. Ja, schon relativ früh an dem Abend haben wir uns dann auch auf der Tanzfläche getroffen und ich muss gestehen, ich war auch relativ schüchtern irgendwie. Einerseits war ich so, dass ich mir gedacht habe, komm, den machst du dir klar, ne? Was er sich übrigens, was ich später erfahren habe, genauso gedacht hat, dass er mich klar machen wollte. Freaky. Und ja, der Abend hat sich einfach sehr interessant entwickelt, sodass wir dann auch unseren ersten Kuss hatten und so und unsere erste körperliche Annäherung dann auch wirklich miteinander hatten. Wir sind aber nicht unbedingt im mega positiven auseinandergegangen, weil er einer Freundin von mir sehr weh getan hatte und eigentlich wollte ich ihm eins auswischen. Ich böse ich. Ja, letztendlich hat sich dann aber herausgestellt, dass ich dann doch irgendwie Gefühle für ihn habe. Denn irgendwie, als ich dann auch zu meiner Freundin, also mit ihr dann auch nach Hause gegangen bin, ne, ich hatte dann bei ihr geschlafen, hatte ich so ein warmes, wohliges Gefühl und ich habe mich irgendwie so gut gefühlt, als wäre irgendwas richtig, richtig, richtiges passiert an dem Abend. Und ja, das ist es letztendlich ja auch, ne? Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir selber das eingestehen konnte und wollte vor allem, weil ich wollte mir das nicht eingestehen. Ich habe dagegen echt hart angekämpft. Ja gut, insgesamt 12 Tage, yay. Aber trotzdem. Und wollte ihm auch nicht meine Nummer geben zum Beispiel und hatte auch nicht seine Nummer und hat mir die auch nicht organisieren wollen oder so, ne? Sowas hat man ja sonst gerne mal nach solchen Abenden, wo man jemanden halt intensiver kennenlernt. Und ja, nee, also da hatte ich eigentlich für mich mit dem Thema abgeschlossen und bin dann auch die nächsten Tage ganz entspannt zur Schule gegangen, aber er war natürlich dann immer in den Pausen da, ne? Und wollte auch reden und so und letztendlich hat er sich dann auch über seinen besten Kumpel über eine damals sehr, 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 sehr Oldschool-Community-Geschichte von mir meine Handynummer organisiert und wir haben jeden Abend telefoniert, stundenlang haben wir gesprochen und da hat sich echt in mir so viel entwickelt zu diesem Menschen. Wahnsinn. Ja, Liebe, Liebe, wirklich, ne? Und dann am 17.11.2005 in der zweiten großen Pause bin ich dann zu ihm gegangen, weil ich mich in der ersten großen Pause nicht getraut habe. Und bin dann mit ihm zusammen auf den neben der Raucherecke befindlichen Skaterplatz gegangen und habe ihm dann gesagt, ja, okay, dann lass es mal versuchen, ne? Lass mal gucken, was daraus so wird. Und dann waren wir zusammen. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine super romantische Geschichte ist oder so, aber er hat gekämpft wie ein Löwe, um mit mir zusammen sein zu können, um mich dazu davon zu überzeugen, dass er ein vernünftiger Kerl ist. Und ich muss wirklich sagen, dass er sich einfach in den letzten 16 Jahren immer wieder mir gegenüber als der Richtige bewiesen hat. Blöd irgendwie das so zu sagen, aber es ist so. So, etwa eine halbe Stunde später, der Pizzamann war da, bin ich jetzt wieder vor der Kamera. Und das war ein Reim. Ich habe für Sammy sogar extra Herzchenleckerlis. Ist das nicht wundervoll? Oh mein Gott, ja, passend, ne? Heißt, ich muss mir noch eben die Lippenpflege auch nachtragen. Und ich muss gestehen, dass ich meinen Faden ein bisschen verloren habe. Ja, ich mache jetzt weiter mit dem Blush. Da habe ich von Clinique diese Limited Edition mir für irgendwie die Hälfte des normalen Preises ergattern können. Da sind 3 verschiedene Blushes drin. Und ich werde jetzt erstmal vorsichtig starten mit dem Peachigen. Also ich glaube, dass ich zuletzt auch erzählt habe, dass ich finde, dass mein Freund einfach fantastisch ist. Und das ist einfach so. Ja,
sonst wäre ich auch safe nicht so lange mit ihm zusammen, ist klar, ne? Aber das ist einfach bombastisch, wie man durch einen Zufall die Liebe seines Lebens so finden konnte. Und ich finde das immer sehr schön, wenn man das so rückblickend sich mal so durch den Kopf gehen lässt, ne? Dann habe ich hier von MacXL, ich glaube L ist Lisa oder so, den Show Gold Extra Dimension Skin Finish Highlighter. Der hat eine Blume drin. Und Blumen verschenkt man an Valentinstag, deswegen werde ich den jetzt hier auch verwenden. Schade, Schokolade. Das ist ja ein Glitzerbömmchen, ne? Okay. Finde ich jetzt nicht ganz so sexy. Aber gut, ist wie es ist. Bei den Augenbrauen habe ich mir richtig Gedanken gemacht, jedenfalls bei dem Augenbrauenstift. Bei der Farbe weiß ich nicht. Das kommt nämlich aus dem Yes Style Adventskalender. Yes Style fand ich allgemein, ne, wegen Name und so. Und Yes, Valentinstag, Liebe, ja, schön. Und das ist von Romand. Und Romand erinnert an Romanze. Und ach, das passt doch alles irgendwie, ne? Ja, habe ich jetzt hier in Braun, ne? Ich hoffe, dass die Farbe trotzdem irgendwie passt. Ist mit einem feinen Stift und einem Spoolie. Und da ich Adventskalender liebe, passen für mich Adventskalender-Produkte oder Sachen, die ich in Adventskalendern drin hatte, natürlich auch voll zum Valentinstag, denn das ist ja meine absolute Passion. Und Leute, die Farbe passt. Und damit die Augenbrauen dann auch wirklich den kompletten Tag überstehen und so bleiben, wie ich sie gerne hätte, habe ich hier von Max & More einen, ein Augenbrauen-Gel. Und das gibt es ja beim Action zu kaufen, das ist ja die Eigenmarke davon. Und da habe ich zum einen wegen Action, weil, ich finde, Action gehört auch irgendwie zu Valentinstag dazu. Also Action, Aktion, irgendwas machen. Machen wir jetzt mal weiter mit dem Lidschatten-Look und da kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Da habe ich von Melt Cosmetics die Amor y Mariposas Palette, so. Genau, das ist ja so wunderschön. Amor, die Liebe, Mariposas, Schmetterlinge. Wunderschöne Verpackung, ist ein Herz vorne drauf, ist ein Herz hier auch noch mit drauf, sind Blumis mit dabei. Also wenn das nicht nach Liebe, Valentinstag und so weiter schreit, von der Art und Weise her, dann weiß ich es auch nicht. Und vom Look her könnte man hier auch in das Rote so eskalieren oder im grünen Bereich sein oder das ganz Neutrale wählen. Wenn es nach meinem Freund ginge, würde ich einfach gar kein Make-up tragen tatsächlich, weil er liebt mich, wie ich bin. Dafür muss ich mich nicht schminken. Genau, und da kann man halt sich austoben, wie man möchte. Und da ich Make-up und bunte Farben liebe, werde ich hier ein bisschen was draus basteln. Für den Augenlook verwende ich jetzt Pinsel von Letizia Lehmark. Da habe ich zwei verschiedene Pinselsets. Einmal dieses vegane und dann habe ich auch noch das Noir-Pinselset hier. Und daraus werde ich jetzt immer mal wieder den ein oder anderen Pinsel verwenden. Ich starte mit Abuelita. Das ist so ein matter Ton, der sehr leuchtend ist, sehr schön korallig. Und den platziere ich mir auf meinem kompletten beweglichen Lid. Genau, das ist so meine Basis des ganzen Looks. Also mein Freund und ich werden Valentinstag tatsächlich gar nicht so viel machen. Bei uns ist es eigentlich immer eine ganz entspannte Kiste. Wir werden entweder uns was zu essen bestellen oder uns selber was Schönes kochen oder so. Und meistens ist es so, dass ich einen kleinen Blumenstrauß oder so von meinem Freund bekomme. Er kriegt von mir meistens an solchen Tagen dann einfach Werkzeug geschenkt, weil das ist so meine Art, ihm auch was zu schenken. Und ja, er mag halt gerne Werkzeug, weil er ja auch gerne so Heimwerken und sowas mag. Und da mache ich ihm gerne auch eine Freude. Und deswegen würde ich irgendwie so einen klassischen, in Anführungsstrichen, Werkzeugstrauß ihm dann zusammenstellen. Da gehe ich einfach im Baumarkt und schaue, was mich so anspricht. Und da ich ja selber auch schon mal in dem Bereich gearbeitet habe, kenne ich mich damit auch so ein bisschen aus. Und bei meinem Freund ist es so ähnlich. Also mein Freund und Werkzeug verhält sich kongruent zu mir mit Make-up. Das heißt, er gibt nicht zu viel. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, wieso dein Beziehungsstatus ist und vielleicht auch, wie du zum Thema Valentinstag stehst. Also wir sind halt sehr entspannt, was viele Sachen so angeht. Wenn wir uns eine Freude machen wollen, dann machen wir sie uns direkt. Dafür brauchen wir nicht einen expliziten Tag, aber wenn dann halt so ein expliziter Tag da ist, dann nutzen wir ihn auch irgendwie, ne? Also dass man da dann auch nochmal extra irgendwas macht oder sich nochmal ganz besonders irgendwas überlegt oder so.
Manchmal ist es auch so, dass wir solche Tage auch einfach mal ausfallen lassen. Muss nicht unbedingt immer sein. Auch so ein Jahrestag oder so ist immer nice to have, aber es ist nicht so, dass man das jetzt mega voneinander erwartet. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist, dass man in einer Beziehung auch mal ein Stück weit darüber spricht, dass nicht irgendwie einer von beiden dann so ein Geschenk hat und der andere hat jetzt keins und dann fühlt man sich irgendwie schlecht oder so. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Also das sollte man halt nicht machen. Und das ist auch etwas, was wir so in den letzten 16 Jahren gelernt haben, dass man da halt auch irgendwie fair bleibt zueinander und dass es zwar schön ist, wenn man den anderen einfach überrascht und einfach mal was hat, aber man sollte halt nicht irgendwie übertreiben, wenn ich das mal so sagen darf. Mit diesem orange-beige-Ton Mensaille werde ich das Ganze jetzt mal nach oben so ein bisschen ausblenden, aussoften, Sonnenuntergangs- oder sonnenaufgangsmäßig gestalten. Ich weiß gar nicht, ist es Sonnenaufgang, ist es Sonnenuntergang? Keine Ahnung, aber dass man da so eine Art Übergang zur normalen Hautfarbe hat. Und zum Verdunkeln meines hier äußeren Augenvieches nehme ich den Ton Perla. Das ist so ein dunkelrot, aber sehr satt irgendwie. Also nicht so tiefrot. Ihr seht, was ich meine, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Weinrot. Da gibt es andere Töne in der Palette. Aber einfach um so eine kleine Schattierung noch drin zu haben, mache ich den jetzt mal mit drauf. Und jetzt werden wir am unteren Wimpernkranz etwas sentimental mit dem Ton Sentimentos. Das ist ein wunderschöner Grünton, den ich sehr, 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 sehr ansprechend finde. Und da nehme ich mir einen etwas feineren Blendepinsel für und setze mir den einfach hier unten hin. Für mein Inner Corner möchte ich gerne das Mariposa nehmen, also dieses wunderschöne Orange. Da habe ich gerade irgendwie Lust drauf, das ein bisschen anders zu gestalten. Und den nehme ich mit so einem, ja eigentlich Lippenpinsel ist das auf, glaube ich, oder? Den setze ich mir hier richtig schön rein. Boah, der knallt, der knallt, der knallt. Schön. Und auf mein bewegliches Lid gebe ich mir jetzt, das sieht echt hart aus, ne? Ja, muss man mögen. Den Ton Tequila. Das ist, dieses wunderschöne metallische Gold. Der ist so cremig, den kannst du dir echt besser aufgeben mit dem Finger. Die Flamme der Liebe kann man, ja... Ja, die Flamme der Liebe, ne? Definier es, wie du möchtest. Ich gebe mir am unteren Wimpernkranz auch noch mit diesem Pinsel so ein bisschen bis zur Hälfte diesen Silietto Lindo, das ist dieser grün schimmernde Ton, noch ein bisschen über das Grün, was ich jetzt ja schon drauf habe, drüber, um es zu toppen und irgendwie noch strahlender zu machen. Letztendlich ist dieser Look auch eher eine Inspiration, ein bisschen... Interpretation, ne? Also ich liebe diese Palette, muss ich jetzt schon sagen, ich sehe aus wie ein kleiner Feuerdrache. Wie man Valentinstag letztendlich verbringt oder wie man sich für Valentinstag stylt oder wie auch immer, sollte jedem überlassen sein, die Person, mit der man Valentinstag verbringen möchte und mit der man sich trifft, wo man vielleicht ein Date hat oder sowas, sollte jemanden so lieben, wie man ist. Und wenn man Papagei ist, so wie ich, dann sollte mein Freund mich auch als Papagei lieben. Wenn ich lieber nude rumlaufe, dann sollte mein Freund mich auch genau so lieben. Und das ist eben halt auch so eine kleine Aussage, die ich dazu treffen möchte. Da sich wahrscheinlich einige wundern, weswegen ich mich hier so intensiv schminke, weil es meine Passion ist und ich das einfach liebend gerne mache. Ich werde das Ganze jetzt einmal fixieren und da habe ich von Glam Glow den Glow Setter und ja, Glam, ne, ist für mich auch irgendwie Valentinstag, special, wundervoller Tag. Und dann ist Zeit für ein bisschen Eyeliner und da habe ich von Essence den 20 Forever Ink Liner. Und ja, Forever ist hier tatsächlich meine Intention gewesen, denn die Liebe sollte für immer sein. Und deswegen habe ich den jetzt ausgewählt. Der hat einfach eine Filzstiftspitze und damit ja, wird ein Eyeliner gezogen, um das Ganze hier auch ein bisschen nachher mit Mascara und so. Das wird alle noch harmonischer werden hier. Der funktioniert echt klasse, ne? Also da hätte ich mir jetzt auch noch einen intensiveren Wing zu diesem intensiveren Look schminken können. Aber irgendwie, nö, fand ich das jetzt genauso richtig. Jetzt muss natürlich noch die Mascara drauf, um den Augen noch ein bisschen mehr Power zu verleihen. Und da habe ich hier von L'Oreal die Volume Million Lashes Mascara. Also man möchte den Augenaufschlag des Jahrhunderts haben. Und eigentlich sind die L'Oreal Mascaren auch immer sehr verlässlich. Da haben wir eine sehr, sehr dicke Gummibürste und... die wird jetzt auf meine Wimpern draufkommen. Man kann sich natürlich auch künstliche Wimpern kleben, aber da bin ich persönlich jetzt nicht so die Ansprechpartnerin für. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Ja, Mascara macht immer viel aus, genauso ja auch Eyeliner und so, ne? Die ist jetzt wirklich eine kleine Zicke, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, man darf nicht zu viel auftragen. Bei dem Auge bin ich leider ein bisschen zu sehr eskaliert. Hier ist es noch schön definiert, aber hier ist es ein bisschen verklumpt leider geworden. Aber trotzdem finde ich, dass es einfach in Konstellation mit dem Lidschattenlook richtig schön aussieht und mir gefällt es tatsächlich sehr. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu den Lippen. Ich habe mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, mir so einen klassischen roten Lippenstift drauf zu machen, weil ich es einfach gerne mag, so, ne? Und da habe ich hier von Chanel den Rouge Coco. Der kommt aus dem Trashosaurus und der ist einfach niegelnagelneu. Der kommt jetzt auf die Lippen drauf und ich liebe rote Lippen, denn rote Lippen sind zum Küssen da. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen intensiv aus, ne? Kann man nicht anders sagen, weil ich ja auch diesen krassen Augenlook habe. Aber Leute, ich liebe rote Lippen und deswegen fühle ich mich damit einfach gerade sehr, sehr, sehr wohl. Ja, eins fehlt noch und zwar ein Parfum. Da habe ich hier von Bilou eins, ebenfalls aus Trashosaurus. Das ist jetzt auch so in Herzchenform. Wie heißt du überhaupt? Eau de Parfum? Keine Ahnung. Bilou. Hat gar keine Bezeichnung vom Namen her. Keine Ahnung. Einfach mal schön oft drauf machen, weil das ist auch so ein sanfter, süßer, blumiger, fruchtiger Duft, was ich einfach gerne mag. Und so möchte ich auch gerne riechen. Ja, wahrscheinlich wird hierzu was Schickeres ein bisschen besser aussehen. Oder so ein schwarzes, so ein kleines schwarzes, weißt du, so ein kleines schwarzes Kleidchen. Oh, mega. Ja, feier ich, Leute. So, ihr Lieben, das ist ja nun mein feuriger Valentinstags-Look. Und ja, ne, ich hoffe, es hat euch gefallen, euch vielleicht auch ein bisschen inspiriert, vielleicht einfach das zu machen, worauf ihr Bock habt und nicht auf das zu hören, was vielleicht von euch verlangt wird. Das ist manchmal eine ganz gute Entscheidung, eine gute Intention, glaube ich, ne? Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!